So. Anscheinend hast du den Test bestanden. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Wow. Der Test war auch so schwer. Oh, entschuldige, redest du mit mir? Wer bist du denn? Wendt? Verstanden. Ich bin Trito. Die meisten Leute vergessen meinen Namen schnell. Moment mal. Du bist Wendt, also der Auserwählte für Modell X. Wow, du bist auserwählt worden. In einem Wettbewerb ermittelt. Wettbewerb. Ah, da ist der Angsthase, der vorhin noch war. Huch, wer bist du? Oh, du bist der Junge, der mich vor kurzem in der Stadt gerettet hat. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich war in Lebensgefahr, als wir uns trafen. Was war das? Oh, vielen Dank für dein Follow, Sneezy. Ich habe es wohl mal wieder geschafft, nicht die nötigen Dinger zu haben. Ich muss mal was hinzufügen. Videogerät veraltet. Browser Source da. Eventlist sollten wir haben. Und vielen, vielen Dank für deinen Follows, Sneezy. Ja. Zack. Ja, ich hab nicht wirklich danach geschaut, aber jetzt kann ich ein paar Sachen machen. Ist mir ganz entfallen. So, Chat kann man jetzt auch sehen. Jetzt wo endlich mal auch Leute schreiben. So, und noch eine Browser Source. Nämlich diese Browser Source. So, und wir wollen das natürlich alles angezeigt haben. Tippy. Dream. So, nicht Tippy. So. Jetzt müsste ich nämlich mal den Alert wiederholen können. Da. Ah, jetzt sieht man auch was. Sneezy followed. Und gleich mal größer ziehen. So. Perfekt. So. Moment, ich muss mal ins Startmenü. Kann ich in diese komischen Dinger nachgucken nochmal? Irgendwo kann ich die Dinger nachgucken, das was ich gerade eingesammelt habe. Das heißt, Mukut und ich bin die Ärzte. Hallo, schon gut. Gut. Das ist der Typ. Ich durchforste jetzt die ganze Welt. Oder beziehungsweise eher das ganze Hauptquartier. Du bist doch der Junge von neulich. Glückwunsch zum bestandenen Test. Ich bin Euleid. Wir haben uns damals in der Stadt gesehen. Erzähl mir nicht, dass du das schon vergessen hast. Da fehlt das Ding. Verdammt. Normal gibt es immer für jeden. Eins. Wer bist du? Ich sehe dich hier zum ersten Mal. Ah, warte. Du bist doch der, der das Plüschtier besorgen musste. Bilde dir bloß nichts ein, du Grünschnabel. Du bist nur ein Bote, stimmt's? Plüschtiere zu finden ist eine Aufgabe für Kinder. Ein normaler Soldat. Bist du der Bote, Wendt? Ich heiße Haring. Es ist noch zu früh, dir meinen richtigen Namen zu nennen. Betrachte Haring als meinen Codenamen.
So, jetzt hat man den Follow auch gesehen. Das ist alles eingestellt. Hey, gut, dass du den Test bestanden hast. Mein Name ist Dorado. So. Ich werde jetzt, denke ich, auch nicht so lange machen. Vielleicht mal eine Stunde, also dass ich in Summe eine Stunde habe. Denk nochmal. Es freut mich, dass du den Test bestanden hast. Danke nochmal. Ich heiße Charlotte und räume heute das Lagerhaus auf. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, was soll's. Wie heißt du? Oh, ich verstehe. Du bist Wendt, was? So. Oh, das hier ist ja so ein Bosskampfraum. Hallo, du bist Wendt, oder? Ich heiße Shader. Ich bin hier das Prachtstück. Du hast also wahrscheinlich schon von mir gehört. Hast du ein Problem damit? Irgendwo kann man die Dinger nachgucken. Ich weiß nur nicht wo. Ich denke, wenn wir die nächste Aufgabe annehmen, werde ich mal... Hey, du bist Wendt, oder? Ich bin Mo. Cool, dich zu treffen. Das sind alles coole Leute. So, Aufzug benutzen ist was für Anfänger. Daher im Lab kann man sie, glaube ich, angucken. Was liegt an, Wendt? Daten durchsuchen. Da. Was ist? Gegner B. Da, Wächter. Oh, wo hatten wir das bekommen? Okay, ein paar habe ich. Wo man den Rest bekommt, weiß ich nicht. Ich heiße euch hiermit ganz herzlich im Hauptquartier der Wächter willkommen und... Ich bin Pierre, der Commander der Wächter. Der Commander aller Wächter, sie ist also... eine sehr wichtige Kundin. Und genau darum solltest du sie mit ihrem vollen Titel anreden. Wie konnte ein Mädchen wie Pierre die Anführerin der Wächter werden? Die Mavericks, die Mavericks, diese fühlenden Maschinen, greifen weiterhin Leute an. So weit hätte es eigentlich gar nicht kommen dürfen. Vor über 100 Jahren haben Mensch und Maschinen ihren Streit beigelegt und eine Waffenruhe vereinbart. Die Wächter untersuchen nach wie vor die Ursache für die aktuellen Maverick-Angriffe. Eines Tages fanden wir ein Labor einer gewissen Wissenschaftlerin. Eine gewisse Wissenschaftlerin? Der erste Commander der Wächter, der verschwunden ist, meine Schwester. Hä? Du hast den Job also übernommen, nachdem sie verschwand? Und wir haben das Biometall transportiert, das wir im Labor gefunden haben, Vor langer Zeit wurde die Welt der Menschen und Maschinen von einer Gruppe bestehend aus Legenden gerettet. Biometall besteht aus Fragmenten des Bewusstseins dieser legendären Helden. Die im Labor gespeicherten Daten konnten Hinweise auf die Angriffe der Mavericks enthalten. Fliffs Labor befindet sich direkt neben dem Transserver. Bringe das Biometall dorthin, damit es analysiert werden kann. Ich analysiere den Computerchip, den du mitgebracht hast. Ich habe die Tür auch nicht gesehen. Also alles okay. Gut, dann plündern wir noch ihr Zimmer. Lauter Kuscheltiere.
Aber so kommen wir zu weiteren Daten. Ah, gut, sehr gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Hast du das Biometallfragment mitgebracht? Biometall überreicht. Ausgezeichnet. Datentransfer abgeschlossen. Herzlichen Dank. Du kannst das Biometall jetzt wieder mitnehmen. Biometall zurückgegeben. Merge in Gebiet D entdeckt. Missionsziele werden bei Ankunft ausgegeben. Begib dich auf den Weg und erwarte weitere Anweisungen. Ich wiederhole, Merex. Begib dich auf den Weg. Gebiet D, das ist beim Hauptsitz von Slovak. Es ist zu gefährlich für dich, jetzt in die Stadt zurückzukehren. Schnell zur Kommandozentrale. Unsere Gegner haben sich in Bewegung gesetzt. Gegner? Es ist also nicht einfach nur ein Merrick-Angriff. Bei der Untersuchung des Chips habe ich entdeckt, dass es ein Programm zur Steuerung der Merricks gibt. Irgendjemand steckt hinter diesem Angriff und will sie willkürliche Überfälle aussehen lassen. Wahrscheinlich sind sie hinter dem Biometall her. Serpents Wächter, wo sind sie? Warum sind sie noch nicht da? Es dauert eine Zeit, bis sie von ihren Patrouillen in der Stadt zum Hauptsitz zurückgekehrt sind. Die Bodentruppen der Wächter machen sich daran, die Mavericks im Gebiet D abzufangen. Hier sprechen die Bodentruppen. Die Mavericks bewegen sich auf das Wohngebiet zu. Auf der Schnellstraße im Gebiet D finden Feuergefechte statt. Nein! Wendt, wo willst du hin? Mit dem Biometall kann ich Ihnen helfen. Denk nochmal nach. Die Gegner sind hinter dem Biometall her. Wenn du jetzt kämpfst, tust du genau das, was sie wollen. Ich habe meine Mutter bei einem Angriff der Mavericks verloren. Wenn die Wachmannschaften uns rechtzeitig gefunden hätte, wäre sie noch am Leben. Es stand in ihrer Macht, diesen grausamen Angriff zu verhindern. Aber sie sahen tatenlos zu. Ich will nicht so sein wie sie. Wendt. Warum hört er nicht auf mich? Warte doch, Wendt. Boss, ich werde dich nicht aufhalten. Aber ich werde dich auch nicht allein gehen lassen, den Helden spielen lassen. Das Wendt, auf geht's. Okay. Gut, ich soll den So. Ah, endlich können wir die Straße runterfahren. Ah, ich vergesse den immer. Zusatzlebenskraft gefunden. Das ist gut. So. Davon gibt es halt auch noch ein paar. Noch ein Bote, du auch. Der andere hat mich gerettet und ist allein weitergegangen. Du musst ihn retten. So, ich guck mal, dass wir den nächsten Speicherpunkt finden. Das war natürlich nicht so toll. Ja. Okay.
Die Frage ist, zu welchem kann ich runter? Da. Oh je. Okay. So. Ah, jetzt kommt der nächste, das sind. Und vorbewegt. Wo? Oh, das war knapp. Ah, ich schaff's aber nicht, den Dingern auszuweichen. Oh. Ah, noch ein Leben. Das ist gut. So. Naja, wir müssen die Szenerie wohl auch noch durchmachen. Der Boss! Ah, da bist du ja, Modell X, der blaue Mega Man. Zeit, die Legende in Aktion zu sehen. Ah, komm nicht näher, es ist eine Falle. Ja. Boss, was ist passiert? Wend, töte mich! Warum gleich immer so drastisch? Oh. Okay, Muster erkannt. Jetzt. So. Ah, ich hab schon wieder falsch. Ich spiel's ganz falsch. So. Oh, zum Glück habe ich noch im Flug einen Schuss abgelassen. Auf damit! Boss! Modell X der blaue Megaman, Modell Z der rote Megaman. Welche eine Enttäuschung. Das Biometall, das die Wächter gefunden haben, bestand wahrscheinlich aus Konservendosen. Wer bist du? Serpent ist mein Name. Ich bin der Herrscher über alles. Ich bin der Modell W Mega Man. Serpent, du bist der Präsident von Slytherin. Wie sehe Altman, ruf mir voraus. Du tust gut daran, dich auf mich an mich zu erinnern, blauer Mega Man.
Du steckst also hinter den Mavericks und dem, was Boss passiert ist. Du zitterst vor Zorn oder aus Angst. Der Rote war wenigstens ein richtiger Kerl. Ich werde dir schon zeigen, was für ein Kerl ich bin. Prometheus. Oh, armer blauer Mega Man. Was du vermutest, ist nichts anderes als purer Leichtsinn. Sei still! Nein! Auserwählte wie wir, die wir das Megasystem des Biometalls steuern und uns verwandeln können. Wir sind die Mega Man. Die Auserwählten sind die Schäfer, die die Herde in eine neue Welt führen. Was du hast mit deinen armseligen Fähigkeiten gezeigt, dass du nicht alle Mega Man Herrscher, dass nicht alle Mega Man Herrscher sein können. Entreiße ihm die Passwörter. Verstanden. Das war zu einfach. Was machen wir mit ihm? Überlasse den Mavericks und mach einfach weiter. Ein Kampf zwischen den bösen Mavericks und der guten Wachmannschaft von Slivering. Ein Klassiker. Die Bewohner dieser Stadt werden weiterleben, als wäre nichts geschehen. Wir brauchen den Anschein von Frieden. Noch ein wenig länger. Letztendlich werden sie alle dem Modell W geopfert werden. Was? Datentransfer abgeschlossen. Ja. Jetzt haben wir alle Passwörter. Los geht's, wir müssen uns wieder zum Projekt Haven widmen. Sieht ganz so aus, als ob die Legenden von Modell X und Y etc. wirklich nichts anderes als Legenden sind. Ja, mein Körper. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht aufgeben. Es gibt da noch etwas, was du beschützen musst. Boss, du bist bei Bewusstsein? Dazu, Modell Z, kümmere dich nicht um mich. Ist dir klar, was du da von mir verlangst? Dein Körper kann nicht mehr genesen. Verwandelst du dich zurück, so wirst du an den Wunden sterben. Bitte, gib deine Kraft an Wendt weiter. So soll es geschehen. Wendt, sei stark. Boss, nein. Erst Mutter und nun Boss, ich kann einfach niemanden beschützen. Wendt, dies ist deine letzte Chance. Wenn du die beiden Biometallfragmente zusammenführst, kannst du dich vielleicht wieder zurückverwandeln. Ich weiß nicht, ob du die Belastung erträgst, wenn du die beiden Fragmente vereinst. Diese Entscheidung musst du ganz allein treffen. Bist du gewillt zu kämpfen? Hast du das Zeug, die Sache dort weiterzuführen, wo die Tapferin aufgehört hat? Das finde ich immer wieder gut. Ich wusste gar nicht, dass das sowas ist. Modell ZX. Wendt, unsere Kraft gehört dir. Und Gios Geist ist mit dir. Klären wir die Sache. Das ist ein Luftschiff von Slivering. Das heißt nichts Gutes. Wendt, der Kampf für die Wachmannschaft hat begonnen. Du kannst nicht dort bleiben. Das ist zu gefährlich. Geh sofort zum Hauptquartier zurück. Hier, lass mich kämpfen. Ich muss sie beschützen. Jeden Einzelnen. Ich brauche einen Speicherstand. Wendt. Ich bin okay, ich kann nicht tatenlos dabei zusehen, wie die Welt zerstört wird. Serpent hat mir gesagt, er werde dem Land Modell W opfern. Ich muss weiterkämpfen. Na gut.
Wir haben die Daten analysiert und einige Dinge herausgefunden. Modell W kann Maschinen und Menschen gleichermaßen schaden. Das war die Ursache für den Maverick-Angriff. Was Serpent hat nur das Biometall-Fragment für Modell W. Ich konnte der Boss und die Mavericks mit diesem einen Teil kontrollieren. Das Modell W-Herzstück schlummert irgendwo und wartet auf den Weckruf. Ich weiß nicht, was das Projekt Haven ist, das Serpent erwähnt hat. Aber ich glaube, er will Modell W reaktivieren. Er will die Weltherrschaft übernehmen. Wo ist das Herzstück von Modell W? Keine Ahnung. Einige Daten waren unlesbar, sodass wir die Analyse nicht beenden konnten. Aber ich weiß, dass der Schlüssel in den 6 Passwörtern liegt, die in den Biometallfragmenten enthalten sind. Werden sie vereint, so kann das Herzstück enthüllt werden. Ich habe Modell X und Z gefunden. Aber Sliver Inc. die anderen 4. Wir haben anscheinend keine Wahl. Wir müssen kämpfen und ihnen mit Gewalt begegnen. Ich werde die Daten simulieren und sie anhand der Maverick-Signale das Biometall ausfindig machen. Sobald ich einen Missionsplan habe, werde ich ihn in den Trend-Server einspeisen. Wend, sei vorsichtig da draußen. Na endlich. Boah. Ich glaube, das habe ich schon letztes Mal, als ich das mal gespielt habe. Okay, ich denke, das war's dann für mich auch für heute. Oh, ich habe gelbe Schlüsselkarte bekommen. So. Speichern wir mal. Ja. So. Gut. Also dann. Ich freue mich für jeden, der nachträglich noch zusieht und hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.